Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich hier zur Andacht am dritten Advent in der Bangstedter St. Georgskirche. Wir rücken dem Kommen Gottes am Weihnachtstag, dem Kommen Gottes in einem Kind, immer näher. Darum hat dieser Sonntag einen besonderen Namen. Er heißt Gaudete, freuet euch. Und in allen Kirchen hing gerade früher die Farbe Rosa am Altar und nicht das dunkle Violett der Buße. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Nicht jeder Tag im Leben hat mit Gaudete zu tun. Nicht alles ist Freude. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, für mich ist das spätestens dann so, wenn ich Auto fahren muss. Kaum ein Argument kann mich da überzeugen. Und sollte es doch mal auf dem Weg sein, dann scheitert es am nächsten Stau. Oder noch besser beim Schritttempo in der nächsten Baustelle, die bekanntermaßen ja ein großes Beharrungsvermögen haben. Spätestens dann weiß ich wieder, ich vertue hier mal wieder wertvolle Lebenszeit Stoßstange an Stoßstange. Mal habe ich es eilig, mal freue ich mich aufs Ziel und dann geht's nicht weiter und ich werde zum Schneckentempo verdammt. Ich find's immer wieder nervig. Aber Autofahren erinnert mich dabei an den Auftrag, den uns für die Adventszeit gegeben ist. Der Prophet Jesaja sieht, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist bei uns auf unserer Lebensfahrt wie mit solchen Baustellen. Sie dauern manchmal einfach zu lang, bis wir die nächsten Schritte machen können. Wir sehen, wir könnten oder wir müssten manchmal schon viel weiter sein. Andere Strecken müssten angefangen werden und instand gesetzt. Und manch einer redet sich raus, weil er doch lieber nichts ändern möchte. Und wieder andere Stellen gehen flott von der Hand. Alles läuft gut, der Streckenabschnitt ist schnell fertig. Ist das gemeint, wenn Jesaja davon spricht, Gott den Weg zu bereiten? Alles klar zu machen, dass er zu uns kommen kann? Jesaja sieht das nicht als eine Vorbedingung, dass Gott kommt, dass er sich überhaupt auf den Weg zu uns macht. Nein, für ihn ist klar, Gott kommt garantiert. Er kommt sogar gewaltig. Für Jesaja kommt einer, der mehr erwartet. Der zeigt, Leute, ihr solltet nicht denken und einfach nur rumdümpeln. Etwas Kosmetik würde genügen. Dann habt ihr euch geirrt, wenn ihr das meint. Jesaja hat Respekt vor dem Kommen Gottes. Er sieht, dass der Weg, den wir Gott bereiten, doch mehr ein Stückwerk ist aus, oh meine Güte, wir haben Materialschwierigkeiten und hier ist der Bauantrag noch nicht richtig gestellt. Das läuft bei Gott nicht. Jesajas Wort mahnt mich. Ich bin leicht dabei, diese Seite Gottes auszublenden, den fordernden, ja den gewaltigen Gott, der eben nicht nur nett ist. Der liebe Gott, den ich als Kind angeredet habe, der kann laut Jesaja auch anders. Der Prophet deutet das an, wenn er vom gewaltigen Kommen Gottes redet. Er nimmt in den Blick, was andere Bibelstellen viel deutlicher beschreiben. Gott ist nicht nur der liebe alte Mann mit dem weißen Bart. Mein Kinderbild stimmt nicht mehr so ganz. Und der Baustellenplan, den ich mir jetzt gemacht habe, vielleicht auch nicht. Es beunruhigt mich. Es stresst mich wie jede Baustelle, durch die ich schleiche oder in der ich stehen muss. Ich habe das Ziel vor Augen, ich will an die Küste und dann ist da wieder gesperrt und wenn ich ankomme, ist Ebbe. Jesaja warnt uns, dass wir, um in diesem Bild zu bleiben, die Baustellen unseres Lebens auch wirklich im Blick behalten. Er mahnt uns daran, alles so vorzubereiten, dass Gott ohne Stau bei uns einziehen kann, dass er bei uns anklopfen kann und alles vorbereitet findet, dass er uns als Menschen findet, die um ihn in ihrem Leben wissen und ihn aktiv mit einbeziehen. Das Volk, zu dem Jesaja spricht, tat das damals jedenfalls nicht. Es hatte sich in der Gefangenschaft in Babylon eingerichtet. So schlecht war das Leben dort doch auch nicht.
Aber Jesaja sieht, so war das nicht gedacht. Gott interessiert das so nicht. Das war nicht sein Plan. Für ihn war der ein anderer. Und er hat ihn seinen Menschen sogar mitgeteilt. Ein Plan vom Frieden, vom Bebauen und Bewahren seiner Schöpfung. Er hat uns das Werkzeug dazu gegeben, hat uns reich beschenkt. Aber viel zu oft passiert kaum etwas. Jesaja warnt die Menschen, dass Gott das nicht gefallen könnte, was wir getan haben und was wir bis heute auch immer wieder tun. Er kannte die Geschichte, die es auch gab. Als er seine Warnung ausspricht, waren die Zeiten bedenklich. Und seien wir ehrlich, sie sind es bis heute. Uns geht es gut. Und der Glaube hat kaum einen größeren Feind als dieses. Geht's gut, braucht man eigentlich keinen Gott. Bereitet dem Herrn den Weg, was soll man mit dem? Ich habe alles im Griff. Ich habe doch alles selber gemacht. Gott, von dem merke ich doch nichts. So wird der Glaube zum mitgeschleppten Anhängsel, das in besonderen Tagen hervorgekramt und aufpoliert wird, wenn es sich denn als Dekorationsobjekt im Leben gut einbauen lässt. Aber ein wirkliches Bauen an dem Weg für Gott und mit Gott findet so nicht statt. Und damit auch kein Frieden in dieser Welt, keine Gerechtigkeit, keine bewahrte Umwelt und nichts, was wir getrost unseren Kindern weitergeben könnten, in dem sicheren Wissen, das haben wir richtig gut hingekriegt. Baustellenplanung gilt oft nur für uns und unser Leben. Was sollte Gott damit auch zu tun haben? Wir haben es ja im Griff. Wir unterschätzen Gott, wenn wir so denken. Und wie sehr wir das tun, zeigt er uns Weihnachten. Da zeigt der Ruf Jesajas noch einmal ein ganz neues Gesicht. Die Gewalt des Kommens Gottes in diese Welt, die seine ist, ist eine ganz andere, als wir uns das bislang vorgestellt haben. Gott überrascht uns. Er kommt nicht zum erwarteten Dreinschlagen, er kommt zum Mithelfen. Seine Gewalt ist nun die Gewalt der Veränderung, der Sichtweise auf unser Leben. Seine Gewalt ist jetzt die Lautstärke des Weckers, den er uns an unser Ruhekissen stellt. Sie ist auf einmal das Weinen eines Kindes im Stall von Bethlehem. Der Gott, der gewaltig kommt, macht sich zum angewiesenen Menschensohn, der nun gemeinsam mit seinen Menschen die Baustellen des Lebens angehen will, damit das mit dem Weg auch endlich mal gelingt. Nachfolge nennt man das dann. Totale Veränderung der Lebensprämissen, völlige Neuordnung des eigenen Lebensplanes mit einer klaren Ausrichtung der Lebensziele auf Gott hin und von ihm her gedacht. Staus vor Baustellen sind da dann vielleicht immer noch eingeplant. Gott weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Meine Liebe zum Autofahren wird's nicht fördern. Aber vielleicht unsere aller Lust, fröhlich an den Baustellen unseres Lebens zu arbeiten, damit wir Gott dort gern willkommen heißen können, so gewaltig, wie einen die Freude anfasst über ein neugeborenes Kind. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, immer forderst du was. Immer ist es zu wenig, was wir tun, so scheint es uns. Den Weg sollen wir dir bereiten. Tun wir denn immer noch nicht genug? Gewaltig willst du zu uns kommen? Das haben wir dir getan. Weihnachten soll doch für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werden. Du beunruhigst uns. Aber vielleicht ist gerade das dein Plan. Ja, vielleicht müssen wir bitten, mach uns unruhig, dass wir uns nicht auf falschen Sicherheiten ausruhen. Mache uns beweglich, dass uns die Glieder nicht steif werden und wir bereit bleiben auf dem Weg zu dir. Mach uns aufmerksam für die Baustellen unseres Lebens, dass wir sie annehmen und nicht übergehen. Befreie uns von den Bildern, die wir uns von dir machen, und lass uns sehen, dass du immer wieder neu zu uns sprichst.
Befreie uns von all dem, was wir meinen zu wissen, und zeige uns, wie viel mehr noch in dir zu entdecken ist. Lass es Weihnachten werden und überrasche uns wieder und wieder im Kind von Bethlehem, an dem wir dich erkennen dürfen. Zeige dich denen, die krank sind, als Arzt, der sie heilen will. Zeige dich den Sterbenden als der, der sie erwartet. Und sei mit den Trauernden, dass sie sich zu dir flüchten mögen als ihren letzten Trost. Sei die Antwort auf unsere Fragen und sei auch der Bauplan und der Baumeister unseres Lebens. Komm zu uns und in unsere Welt und lass es Weihnachten werden. Schenke Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag, den 4. Advent, zur nächsten Online-Andacht wieder oder vielleicht auch direkt in unserer Kirche. Genießen Sie heute den Tag, bleiben Sie behütet. Und auf Wiedersehen.